Es ist schon fast gar nicht mehr vorstellbar, dass vor einigen Jahrzehnten die Durchführung der Hauptuntersuchungen doch noch recht spartanisch erfolgt ist. Mittlerweile sind Fahrzeuge komplexer geworden. Die Anforderungen an das Thema Sicherheit sind genauso komplex geworden. Und darüber sprechen wir heute mit unserem Experten, dem Geschäftsführer der DEKRA Automobil GmbH, Jan Fehlauer. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, es ist einfach unheimlich viel passiert in den letzten Jahren. Wie haben Sie die Entwicklung erlebt? Ja, wir haben erstmal einen guten Überblick natürlich über die Entwicklung, weil wir weltweit die Nummer 1 sind im Bereich Fahrzeugprüfungen mit ca. 27 Millionen Fahrzeuguntersuchungen, technischen Fahrzeuguntersuchungen. Und von daher hat sich natürlich eine Menge getan. Und Sie haben dieses archaische Instrument, was sicherlich, den Hammer, sicherlich ein Hilfsmittel sein konnte damals, um einfach mal zu gucken, Mensch, durch Rostung am Fahrzeug, ist das noch in Ordnung, ist das nicht in Ordnung? Da hat sich eine Menge getan. Wir haben heute Elektronik im Fahrzeug, wir haben heute Assistenzsysteme im Fahrzeug. Wir reden schon über vernetztes Fahren. Alles Themen, die natürlich sich auch im Rahmen der Hauptuntersuchung widerspiegeln müssen und insofern das ganze Thema viel, viel komplexer geworden ist. Nicht zu vergessen das Thema Daten. Daten im Fahrzeug, Daten verändern sich über Nacht. Also eine Riesenveränderung im Verlauf der letzten Jahrzehnte, muss man sagen. Ja, und das sind Themen, die auch schon so ein bisschen vorbereiten auf die Zukunft, das, was bald kommt. Werfen wir doch gemeinsam mal einen Blick in die Zukunft. Welche Technologien werden sich da durchsetzen? Trauen Sie sich da schon eine Prognose abzugeben? Ich denke, wir erleben es ja alle im Straßenbild. Im ganz normalen Straßenbild. Ja, vor 3 Jahren konnte es keiner glauben, dass Fahrzeuge elektrisch fahren. Das wurde nur so ein bisschen mild beäugt. Und heute setzt sich die Elektromobilität natürlich ein Stück weit durch. Auch da ergeben sich Prüfpotenziale. Aber das Ganze in Kombination mit Assistenzsystemen, automatisiertem Fahren, vernetztem Fahren wird natürlich in Zukunft viel, viel stärker werden. Gar keine Frage. Ja, und das sind spannende Themen, die natürlich Ihre Kernzielgruppe, das Kfz-Gewerbe, auch vor die ein oder andere Herausforderung stellt. Wie können Sie das gemeinsam bewerkstelligen? Also wir sind Partner des Kfz-Gewerbes und ich sage mal, dafür leben wir. Das ist unsere Kernkompetenz auch, die wir da widerspiegeln. Wir betreuen über 33.000 Prüfstützpunkte in Deutschland, über 25.000 Mitglieder. Und wir bieten natürlich unser Know-how, unsere Kompetenz bundesweit flächendeckend unseren Partnern in den Kfz-Werkstätten an. Und die Technik, die wir dort auch verwenden zur Prüfung der Fahrzeuge, stellt entweder das Kfz-Gewerbe selbst oder wir bringen es mit. Das ist etwas, denke ich mal, was uns durchaus auch auszeichnet und auch ein Alleinstellungsmerkmal darstellt, auch im Vergleich zum Wettbewerb. Ja, und DEKRA beschäftigt sich seit fast 100 Jahren nun mit dem Thema Sicherheit im Verkehr an Fahrzeugen. Aber das ist ja nicht alles. Es gibt ja noch weitere Bereiche, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Ja, also wir reden nicht nur über das Thema Mobilität, sondern auch Immobilität im wahrsten Sinne des Wortes. Wir reden auch über Gebäudeprüfungen. Ja, wir machen Wertgutachten an Gebäuden. Wenn Gebäude erstellt wird, prüfen wir Krane, wir prüfen Kompressoranlagen. Wir machen im Gebäude die Untersuchung und Inverkehrnahme von Aufzugsanlagen. Es geht darüber hinaus weiter und das prüft auch Werkstätten, wo wir sagen, wir prüfen Hebetore, Hebebühnen, UVV-Prüfungen. Wir sind im Bereich Arbeitsmedizin unterwegs. Auch das sind Anforderungen, die an das Kfz-Gewerbe, schlagen wir nochmal den Bogen, gestellt werden. Und auch da sind wir mit unseren Ärzten und unseren Fachkräften für Arbeitssicherheit kompetenter Partner des Kfz-Gewerbes. Das bedeutet, Sie sind vielseitig aufgestellt und genauso vielseitig sind übrigens auch unsere weiteren Expertenclips, die Sie auf unserem YouTube-Kanal bei DEKRA finden. Viel Spaß bei den nächsten Folgen. Das war's für heute. Alles Gute. Bis bald. Tschüss.